Hallöchen, heute mal wieder von dem Platz hier. Es gibt heute zwar nichts zu bauen, es gibt was zum Unboxen. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, extra auf den anderen Platz zu gehen, weil ich es eben einmal hier war. Und ich hier eh gerade das Paket für den lieben Öfus eingepackt habe. Ja, auf jeden Fall. Mich hat heute einiges erreicht. Zum einen habe ich mir bei Hobby King nochmal. Schraubt man hier wieder zu, steckt man hier vorne rein und dann kann man schön arbeiten. Also für den Preis. Also wer da was gegen sagt, da tut es mir leid. Also für 3 Euro und das ist kein gestanztes Zeug oder sowas. Das ist also richtig hochwertig, auch wenn das eigentlich unvorstellbar ist bei so einem Preis. Aber richtig cool auf jeden Fall. Dann hat mich was erreicht von Nate aus Nathan. Link ist in der Videobeschreibung, kennt ihr ja mittlerweile schon auf meinem Kanal. Habe ja schon einiges mit ihm gemacht. Netterweise hat er mir noch Kekse für meine Mädchen dazu gepackt, was ich richtig geil finde. Ja, Nathan wäre nicht Nathan, wenn er nicht noch was dazu packen würde. Ne? Die freuen sich schon. Hier haben wir ein Lipo Safe Bag. Das Safe Bag geht wieder zurück. Das haben wir jetzt nur wegen Versand hat er das gemacht. Und da drin befinden sich zwei Lipos. Und zwar sind das zwei Diamond 4S. Also das war mal ein 5S, das ist jetzt ein 4S, 4000er, 30C, der hat auch 30C. Das reicht eigentlich. Die werde ich in meinem Kyosho noch fahren. Ja, kommt ein bisschen neues Klebeband drum, dann sind die wieder fix. Zellen hauen alle noch hin. Ich habe schon mal geguckt, also null Problemo, umgelötet hat es auch schon freundlicherweise für mich. Also alles perfekt. Adapter habe ich auch schon. Hier habe ich sogar schon an meinem Ladegerät. Da habe ich jetzt kein extra Unboxing gemacht. Ich brauche hier immer noch einen Adapter von XH auf EH, ach keine Ahnung, auf jeden Fall. Von dem Lipo auf mein Ladegerät. Ich habe jetzt echt keinen Dunst, wie diese Stecker heißen. Ist mir auch relativ schnuppe. Bin ja kein Elektriker, ne? So, das dazu. Dann habe ich noch was bekommen. Und zwar etwas Größeres. Ja. Ich sehe hier wahrscheinlich nicht viel. Kann ich es euch zeigen? So, jetzt haben wir es. Jetzt probieren wir es nochmal. Also. So, dürftet ihr ein bisschen was erkennen? RC Chris. Ja, ich werde das einfach alles hier oben drauflegen. Ja, warum RC Chris? Er hatte ja eine Verlosung gemacht. Und wir sind ja Moderatoren, ich kann jetzt nicht drauf, Moderatoren im Forum. Und für die Moderatoren hat er sich was einfallen lassen. Da hat jeder was geschenkt bekommen. Und ich finde es richtig eine coole Aktion. Also hier haben wir schon mal einen Satz, zwei Reifen. Hier haben wir noch einen kompletten Satz Reifen. Die sind sogar von einem Kyosho. Die sind noch richtig gut. Ey. Die sind ein bisschen schmutzig und sehr weich, aber die sind extrem hart. Das sind Bucky-Reifen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind Agar-Reifen. Oder? Ich kann es gar nicht so richtig erkennen. Ne, das sind Proline. Proline-Profil. Auf jeden Fall. Richtig cool. Reifen braucht man sowieso immer. Und hier drüber. Auch wenn jetzt Wheelie draufsteht, habe ich mich extrem gefreut, weil ich wollte mir erst einen Carstand bestellen und irgendwie hat das wohl wahrscheinlich gerochen und hat mir einen reingepackt. Das ist richtig cool. Das ist gerade für einen Drifter zum Beispiel gut.
Ja, Kyosho dürfte auch drauf passen. Axial, na, nee, der wird nicht drauf passen. Aber egal. Richtig cool. Dann haben wir ein Sticker, was auch cool ist. Der kommt dann auf meinen Schreibtisch damit drauf. Richtig cool. Was auch cool ist, Entschuldigung, Kabelbinder. Braucht man immer en masse. Dann Chris wäre auch nicht Chris, wenn nicht Farben dabei wären. Einmal Metallic Blau, einmal Hellblau und einmal, lasst mich lügen, Eis Silber. Die ist noch komplett voll. Hier ist noch ein bisschen drin und hier ist noch ein bisschen drin, ist aber nicht so wild. Da kann ich mir schon was draus bauen auf jeden Fall. Dann haben wir noch. Das war blöd, hier hinzustellen, stelle ich mal hier hin. Dann haben wir noch eine kleine Werkzeugkiste. Dann gucken wir mal rein, was da alles so drin ist. Ein Imbusschlüssel. Okay. Sekundenkleber. Das ist so ein Anschluss von so einem Modellcraft-Ladegerät, glaube ich. Sowas hatte ich, glaube ich, auch mal. Ein grüner Dienst. Die grünen Dienst, die halten, glaube ich, weniger aus als die roten. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Eine 9-Volt-Blockbatterie, was haben wir hier? Ein 9-Volt-Clips. Hier haben wir Unterlegscheiben und Stifte. Okay. Das sind halt alles Dinge, die man wirklich immer mal. Vor allem die Box ist cool. Die kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ah, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir hintere Lightbuckets. HPI. Aber für welches Auto kann ich jetzt nicht erkennen? Könnte ein Honda sein oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas Japanisches. Kann ich vielleicht mal was mitmachen? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Dann haben wir hier eine Antennenröhrchen. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Ich benutze zwar eigentlich extrem selten welche, aber was man hat, das hat man. Hier haben wir noch eine Batteriebox. Kann man jetzt auch für Lichter nehmen oder halt für einen Verbrenner. Was haben wir denn noch? LAP-Sticker. Hier haben wir eine Feder von der Kupplung, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Reifen. 1 zu 10er Reifen. Nicht verklebt. Onroad-Reifen von HPI. Die könnten passen auf mein Mission D. Wäre auf jeden Fall cool. Da kann ich nämlich mal einen Speedtest machen. Auf jeden Fall cool. Und nochmal zwei 9-Volt-Block-Batterien von Carrera Power. Cool, auf jeden Fall. Auf jeden Fall cool. Packen wir jetzt erstmal wieder zur Seite, denn das war noch nicht alles. Hier haben wir noch eine Kupplung. Ne? Hier haben wir sogar noch eine Kupplungsbacke aus Kunststoff. Okay, cool. Aber es war noch nicht alles. Wir haben noch. Moment. So, Rest ist Zeitung. Wir haben noch ein paar Games. Das sind PC-Games. Der Chris ist ja auch so ein kleiner Gamer wie ich. Oder auch wie Laser. Und hat uns hier, mir, ein paar Games reingetan. Painkiller. Okay. Also kenne ich, aber habe ich noch nicht gespielt. Rollercoaster Extreme, das habe ich jetzt als Stift auf dem Windows 95 PC immer gezockt. Cool, was ist das? Paradise City kenne ich gar nicht. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Mit drei schlagkräftigen Ermittlern im Gangstermilieu. Mal schauen. Rift. Habe ich schon mal gehört, aber noch nie gezockt. Das ist sogar noch eingeschweißt. Ah, 30 Tage Timecode. Ach so, und hier ist das Game an und für sich. Okay, Rift. Ja, keine Ahnung, was es da geht. Einfach mal installieren, mal testen. Oh, ein Klassiker. GTA San Andreas bin ich. GTA-Reihe bin ich natürlich ein Riesenfan.
Wer auch nicht, also welcher Gamer feiert nicht GTA? Richtig cool. Und hier auch eins meiner Lieblingsspiele, Call of Duty Modern Warfare 2. Finde ich der beste Teil von Call of Duty bis jetzt, aber naja, ist ja hier kein Gaming-Kanal. Wenn ihr einen Gaming-Kanal haben wollt, dann müsst ihr bei DLC Gaming vorbeischauen, dem Kanal von Laser und von mir. Da werdet ihr darüber mehr erfahren, auf jeden Fall. Ja, sauber, richtig cool. Ich freue mich auf jeden Fall übertriebenst. Richtig cool. Danke nochmal an euch beide, an Nathan von NatoC und RC Chris natürlich. Link zum Forum, zu dem Kanal von Chris, zu dem Kanal von Nathan. Alles wie immer in der Videobeschreibung. Schaut vorbei, lasst ein Abo da. Meine Chris müssten ja die meisten kennen, aber Nathan wahrscheinlich noch nicht. Deswegen schaut mal vorbei und auf Abonnieren klicken und ich sag auf jeden Fall erstmal ciao, nochmal danke für jetzt über 800 Abonnenten. Das habe ich fast vergessen, weil eigentlich das Video, es gibt noch ein Video, was noch nicht veröffentlicht ist. Da muss ich sehen, ob ich das noch veröffentlichen kann. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit zeigen. Ich habe es auf jeden Fall nicht vergessen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für über 800 Abonnenten mittlerweile. Und freue mich, dass es doch so angenommen wird und dass wir noch ein paar coole Videos und coole Zeiten zusammen hinkriegen. Also ich rede dann natürlich von uns allen zusammen, von allen, mit die ich so zu tun habe in der RC-Welt. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Lasst mal einen Kommi da, wie euch das neue Intro gefällt und das neue Design. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, die war halt komplett, die Karo. Die sah auch noch perfekt aus. Also die hat bloß zwei kleine Risse, einen hier und einen hier vorne. Aber die Aufkleber haben nicht mehr richtig gesessen. Deswegen habe ich, naja, es war mehr eine Notlösung. Aufkleber abgemacht komplett. Dann waren noch Kleberrückstände, die habe ich nicht komplett abbekommen, weil ich keinen Etikettenentferner hatte. Den Tipp hat mir